Und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge für heute. Kaffee ist auch leer. Easy. Dann haben wir heute echt innerhalb von 2 Tagen den gesamten Tunnel geschafft. Lol. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, es ist jetzt 4 Stunden Aufnahmezeit. So viel ist es gar nicht. Von daher, ne, wenn man bedenkt, dass jetzt quasi wirklich komplett mit Innenauskleidung und so fast komplett den Tunnel geschafft hätten, das ist schon... Ja, und jetzt sieht man, jetzt fehlt uns das Compressed-Kobbel, was wir direkt am Anfang verloren hatten. Genau diese 40. Ist jetzt das, was jetzt hier oben zu wenig ist. Also hier bräuchte ich gerade mal 8, ganz davon abgesehen. Aber eben, durch die 40 Compressed-Kobbel, die wir am Anfang verloren hatten, reicht das jetzt hier nicht mehr aus, um hier weiterzubauen. That's Bullshit. Okay, dann lassen wir es hier oben erstmal. Denn. Was ist denn hier los? Oh! Hier habe ich vergessen, die Decke auszuheben. Na, schau mal, na, guck. So. Ist das hier die Decke überhaupt richtig überhaupt? Oh, hier ist eine. Oh! Lol. Habe ich einfach mal gedacht, die Stufe ausgelassen. Na, easy. Gut, aber sieht soweit alles richtig aus. Also, das, was ich gemacht habe, ist schon mal richtig. Aber ich habe da eine Lücke drin. Warum auch immer. Gut, dann kommt jetzt das gleiche nochmal hier mit dem Cleanstone. Und machen wir erstmal die hier. Was? Hallo? Ach, wisst ihr was? Wir gehen am besten direkt mal runter, nochmal zu unserem Sägetisch. Also wir haben eine Stufe ausgelassen und oben fehlen noch 2 Stufen. Das heißt, wir brauchen von allem nochmal 10 Stück. Das kriegen wir doch hin hier, oder? Ich korrigiere. Nein, kriegen wir nicht. Und da bräuchten wir jetzt insgesamt 20 Kobbel. Das wird also nichts. Ah, scheiße. Gut, dann machen wir zumindest so, dass wir erstmal die unteren zusammenbekommen. Das heißt, wir brauchen immer 3 Stück. So. 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 Dann. 2. Was ist geschehen? Meine Rechnung, sie war so gut. Dann halt nicht. Okay. Ich dachte eigentlich, meine Rechnung ist perfekt. Ja. So. Jo, können wir nochmal die fehlende Stufe machen. Die Treppen, die ganz hinten, die ganz oben fehlen, die können wir später irgendwann noch machen. Aber das war zumindest bis da oben erstmal hier unten alles durchgängig haben. Wäre das ja ganz schön, ne? So.
Schon besser. So. Perfekt. Ach, hier habe ich die beiden sogar. Ah, aber hier fehlen sie dafür. Auch interessant. Okay. Auch stimmt, ist ja aber soweit, oder? Ja, ah, nee, mach ich gleich alles mit einmal hier, dann passt es schon. Das hier gerade eine Fingerkoordinierung hier. Fühle ich hier gerade wie so eine vollautomatische Maschine hier. Was war das denn gerade? Andere verfällt in irgendwelche Steine rein. Ah. Lol. Habe ich jetzt hier Fehler gemacht? Nö. Ja. Das sollte ich natürlich jetzt ein bisschen. Scheiße. Genau. Erstmal wieder reinkommen hier. Ja, perfekt reingekommen. Ich hau dich. So, genau, hier ist erstmal Feierabend. Holla, die Waldfee. So, jetzt kommen erstmal die Dinger hier noch mit drauf. Easy. Das braucht Konzentration hier gerade. So fühlt sich gerade auch so eine Straßen hier, so ein Ding, was überall Teer macht und dann gleich alles verfüllt und plattwalzt, also diese komplett Straßenbauzüge hier. Kann man sich durchaus gut vorstellen. So, fertig. Sehr schön. Jetzt fehlt eigentlich bloß noch die Decke, aber die müssen wir erstmal vorbereiten, entsprechend. Das heißt, gucken, dass die vorderste Front immer Cleanstone ist und dann alles andere auch soweit verfüllen. Hier zum Beispiel, bam, wo ist Cobblestone? Und war gar nicht mehr so viel davon. So. Da sehe ich hier gar keine Grenzen mehr. Ach, siehst du, war nämlich eins zu weit vorne, aber auch klar. Das war ja klar.
So, hier geht's nämlich erst runter. So, ab hier stimmt's dann mit. Nee, hier. Das Wichtige ist immer, dass die vorderste Reihe, die muss komplett aus Cleanstone bestehen. Alle anderen Blöcke sieht man später nicht mehr. Das geht dann. Ja, und hier ist ja bereits alles. Sehr schön. Ne, halt, so. Mach ein bisschen mal richtig rum hier. So, du kommst noch da, du kommst noch da. Müssen wir nur noch später dann irgendwann die Seiten machen, aber da muss ich erstmal gucken, wie gesagt, vor allen Dingen jetzt hier wegen den Dingern hier, ob ich da Glas reinmache oder ob ich die einfach tatsächlich komplett schließe. Weil irgendwie sieht es schon so witzig aus, ein paar so Sichtfenster zu haben in so einer klassischen Höhle. Also ich finde es zumindest cool von Optik her. Und daher habe ich eigentlich auch vor, die Höhlen an sich halt sichtbar zu lassen. Aber halt nicht komplett offen, sondern halt eben so verglast quasi. Dann kann man da reingucken, hat ein geiles Feeling. Sieht vielleicht sogar ein paar Monster rumfliegen, aber die Monster können dann einen nicht angreifen. Zum Glück auch nicht die Dungeon Master, weil ich habe ja dieses Mob-Griefing habe ich ausgeschaltet. Das heißt, die Dungeon Master machen wie gesagt nichts kaputt. Hatte ich ja schon mal erwähnt gehabt. Sonst hätte ich nämlich hier echt Schiss, irgendwas in Höhlen zu machen. Ich meine, wir hatten ja früher mal so Let's Play gehabt, also so eine Folge, da war es noch nicht deaktiviert und da hatten wir dann ganz schön Probleme, die Dungeon Master loszuwerden, weil alle Schutzbarrikaden, die wir gemacht hatten, hat er dann ja auch schön direkt immer wieder gleich zerstört gehabt. Das kann jetzt so nicht mehr passieren. Weil wie gesagt, das war halt alles, das ist halt unser Mob-Griefing. Und ja, warum auch immer, hatte ich es damals halt noch nicht deaktiviert gehabt. Und vor kurzem habe ich jetzt aber die Einstellungen für Mob Redo komplett überarbeitet. Deswegen spawnt jetzt auch wieder häufiger. Und in dem Zuge habe ich das dann auch natürlich dann gleich festgestellt. Und dann das Mob Griefing oder Griefing Mobs. Also, ja, griefende Tiere oder Monster deaktiviert. Ich meine, Mobs steht weder für Tiere noch für Monster, sondern für ist ja die Abkürzung für Mobilities. Worunter eigentlich halt alles zählt, was irgendwie bewegende Objekte ist. Aber das ist ein anderes Thema. Oh nein, uns gehen die Dinger aus. Bist du jetzt eigentlich noch schon. Ja, genau, wir sind schon fast. Genau, perfekt. Easy! Kailomato. Das ist doch grandios. Tja, was wir hier machen, wie gesagt, da müssen wir jetzt noch ein bisschen Steine kloppen gehen. Ach, siehst du, ich wollte hier noch eine Axt holen. Ach, Kacke. Ach, Scheiße. So, der Auftrag an sich ist heute schon mal fertig. Ja, hier das Dach, muss man gucken, ob wir das dann wirklich nur hier aufmachen und hier schon mal das Zeug wieder komplett zumachen. Weil, wie gesagt, das lohnt sich halt hier nicht komplett aufzuhaben. Wäre irgendwie cool gewesen, aber die Sache ist halt, ich weiß nicht, ob man hier so eine Stufe auch mit Glas machen kann. Müsste an sich eigentlich funktionieren. Können wir später zur Not noch umändern. Jetzt erstmal habe ich das oben komplett zugemacht. Ja, das hier ist halt geil. Genauso wie habe ich mir vorgestellt, dass man hier quasi rauskommt und schon direkt hier so rumgucken kann. Das wirkt halt cool. Das wirkt halt wie so ein offener, ne? Wie so ein offenes Eingangsgedöns. Ist schon geil. Und tatsächlich hatte echt die Angst, dass wenn wir hier weiterbauen, da auch nochmal durchgucken. Ist aber tatsächlich nicht passiert. Gut, ich meine, wäre an sich auch nicht schlimm gewesen, hätte man hier nochmal so Fenster machen können, aber
So ist es doch besser, wenn es geschlossen ist. So, dich baue ich jetzt langsam ab hier. Nein. Gehst mir noch auf den Sack. So, dann holen wir uns mal eine Axt und axten dann mal, ne, ein bisschen rum. Blaubeeren. Blaubeeren, gut. Blaubeeren machen wir Mama stark. So. Genau. Hier haben wir jetzt jeweils noch eins, eine 12 und eine. Achso, nee. Hier haben wir keine 4er. Warum haben wir eine 12er übrig, aber keine 4er übrig? Whatever. Ach Quatsch, was mach ich denn da? Genau, das heißt, wir brauchen jetzt erstmal eine Axt. Da hatten wir noch eine. Ach, danke dafür. Eine Kupferaxt hatten wir ja noch, genau. Ob die reicht, ist eine andere Sache. Auf jeden Fall, ne, schon echt schon. Kupfer. Das Problem ist halt, ich sollte. Hä? Ja, eben, das ist Bronze. Das ist gar kein Kupfer. Und den Bronze haben wir nämlich nicht, weil wir da erstmal eine Legierungsmaschine bräuchten. Und eine Legierungsmaschine ist scheiße teuer. Kohle. Was brauchen wir denn da? Mittelvolt oder Hochvolt? Kann man jetzt irgendwie gucken? Bronze. Allying, ja, aber nicht was für ein Allying. Weil eben, jetzt gibt es ja einmal Niedervolt. Ach, leck mich am Arsch. Man kann das auch direkt aus Co. Ah, lol, man braucht es gar nicht für Elekt. Ich bin da so ein Vollidiot. Okay. Na, davon aber mehr als genug. Das war ja. Das ist wieder typisch Ronny. Gut, das können wir hier direkt UFO aufstellen. Das ist ja hier. Also. Frage ist nur wo. Machen wir hier. Das war ja hier. Wow. Ach, wenn alle Menschen so dumm wären wie Ronny. Das ist ja hier. So. Holen wir unser ganzes Kupfer raus. Kupfer und Zinn. Wie war das Verhältnis? Bronze. 3 zu 1. Okay. Das heißt, erstmal ganze Kupfer einschmelzen. Dann haben wir 50 Kupfer, 51, das heißt, wir brauchen ja, so ungefähr 20. Also, 10 haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Da brauchen wir nichts mehr einschmelzen. Kupfer, nee, mehr Kupfer haben wir nicht. Nee. Ja, das war natürlich. Siehst du, darauf habe ich gar nicht geachtet, weil für mich Technik-Mod, da war halt irgendwie, ne, in meinem Kopfgehirn war so, irgendwie so nach dem Motto: alles, was mit Technik-Mod zu tun hat, braucht irgendwie Stromversorgung. Aber klar, Kohle ist natürlich kein Strom. Ne? Was? Was mag denn da? Doch, passt genau. Ist durch drei teilbar. Easy, dann passt es ja genau. Nice. Na dann. Wollen wir mal legieren? Brauche ich jetzt 21? Nein. 17. 1, 2, 3. So, und Kohle. 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 Danke. Wird garantiert reichen. So, dann schmeißen wir dich einfach mal rein, weil ich weiß nicht, wie viel das braucht. Fünfzehn, 17, 20, ach du. Ach so. Ich dachte schon, er braucht das hier für ein Ding so ultra lange.
Oh, das wäre es jetzt gewesen, ey. Na gut, so geht's ja tatsächlich. Ey, vor allem die Kohle hält ja ewig. Heilige Scheiße. Neue geht ja sogar. Es ist ja tatsächlich sogar ultra vertretbar. Nice, Digga, dass das nicht früh aufgefallen ist. Ey, wir können also sogar Legierungen machen. Das ist cool. Das ist schön, das gefällt mir. Heißt, wir können also doch Bronzewerkzeuge bauen. Und ich dachte schon, wir müssen wirklich erstmal hier so eine Kack-Solaranlage aufbauen, damit wir Bronze herstellen können. Gut, okay. Weil es war halt ein bisschen doof, weil eben Bronze ist halt das erste Low-Level-Material, was man so als Spieler bekommen kann. Aber Low-Level-Material bringt halt einem nichts, wenn man dafür erstmal eine wesentlich LV- oder MV-Anlage da aufbauen muss. Aber wenn man das doch einfach mit Brickstones machen kann, und dann, wie gesagt, dann geht es ja vollkommen in Ordnung. Das ist ja geil. Genau, doch hier rein. Habe ich hier noch irgendwas drin im Crafting-Menü? Nee. Das heißt, die ganze Kacke kann auch mal direkt hier rein. Da, da. So. Ach, weißt du was? Die kann ich eigentlich direkt hier, ne? Die kann ich ja direkt. Bam. Bam. Easy. So, dann kommst du nämlich nach da. Eben hier gilt das Gleiche. Das kann ich ja auch. Die kann ich aber nicht kombinieren, soweit ich weiß. Ich meine, ne? Eigentlich? Man müsste eigentlich noch extrem viele Rezepte selber schreiben. Beispiel, das hier, ne? Wenn man jetzt so macht, klar, das geht nicht. Aber man könnte zum Beispiel das hier machen. So. Und dann könnte man nämlich daraus 6 Stück bekommen. Ne, 3 Stück. 3 Stück? Doch, genau, 3 Stück. Das würde also von der, ne, voll funktionieren. Aber so ein Rezept hat man natürlich nicht erfunden. Jetzt weiß ich nicht, ob man die reinschmeißen kann und dann dafür irgendwas zurückbekommt. Oder ob man das so machen kann und dann irgendwas zurückbekommt. Ah, doch, okay, man bekommt die also tatsächlich sogar zurück. Na gut, dann kann ich zumindest über den Umweg das alles hier einfleischen. Ich meine, das hier geht, glaube ich, nicht. Probieren wir einfach mal. Nee, das geht nämlich nicht. Das geht aber tatsächlich zum Beispiel auch. Ist ja geil. Gut, da geht also zumindest das. Warum das hier nicht geht? Weil hieraus müsste eigentlich doch müssen 6 Stück entstehen können. Warum geht das denn nicht? Gucken wir mal kurz. Three Quarter. Kann man damit irgendwas machen? Hä? Achso, zu 14er. Ja, okay. Und die Vierer, denn zu Ganzen. Na gut, aber Vierer habe ich nicht, soweit ich weiß. Da. Ne, Vierer habe ich nicht. Schade. Oh, Digga! Intelligenz-Move des Jahres. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, das jetzt. Jetzt brauche ich Vierer, 3 Stück. Bumm. 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 Und die zwei, wo sind die? Ach, ich habe gerade wieder diesen Bug ausgelöst. Na gut. War ja kaum was wert. War ja bloß die zwei hier. Easy. Und jetzt. Kann ich quasi dann die kombinieren? Wumm. Jetzt kann ich die alle hier rekombinieren. Gibt es hier eine Achterform? Ne, gibt's nicht. Weg mit dir. Wumm. Perfekt. Und schon habe ich alles aufgelöst. Tada! Das war ja mal geil. Lol. Hier geht das, glaube ich, nicht so einfach. Weiß ich gerade nicht. Nee, es macht keinen Sinn. Nee, 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 das geht nicht. Also, der ist tatsächlich jetzt noch so über. Aber ist geil. Heißt also, über Umwege kann man doch eigentlich alles wieder verwerten. Man muss halt nur um die Ecke denken können.
Naja, dann lassen wir das so. Okay, jetzt haben wir 68 Bronzebarren. Das heißt, wir können uns jetzt wirklich Werkzeuge technisch tatsächlich einkleiden. Nee, Akt machen wir jetzt nicht mehr. Machen wir alles denn morgen wieder. Würde ich ja nämlich mal sagen. Schau mit V. Und dann, ja, sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.